Damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zum Game Boy Advance für Nintendo Switch Online. Heute geht's weiter mit Metroid Fusion. So. Bei einer Mission auf dem Heimatplaneten der Metroids wird die Kopfgeldjägerin Samus Aran von einem bedrohlichen Parasiten befallen. Die Heilung mittels Metroid DNS verleiht Samus neue einzigartige Fähigkeiten, doch nun erwarten sie ein neuer Feind, der X-Parasit. Metroid Fusion verbindet eine fesselnde Spielgeschichte mit packenden Jump-and-Run-Action und Erkundungen in bester Metroid-Tradition. Du sammelst neue und altbekannte Waffen, absorbierst Parasiten, um Samus Fähigkeiten wiederzuerlangen und jagst die mysteriösen X. So, dann schauen wir mal rein. Nintendo Presents Metroid 4. Nicht Prime, ganz wichtig, Leute. Nicht Prime. Kommt es noch. Und Metroid Fusion ist, glaube ich, eins der... Ich glaube, ich sogar das Metroid, was ich noch nie gespielt habe, neben den Prime-Serie. Also 2 und 3 und 4 und Other M. Ich glaube, sonst habe ich alle gespielt. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber auch hier gilt wie das gleiche Motto wie bei allen anderen Projekten. Viele Daumen nach oben sagen, hey, wir wollen das Ganze als Let's Play haben. Also. Nutzt die Chance. Wobei ich hier schon mal spoilern möchte, irgendwann kommt es als Let's Play. So oder so. Warum bin ich jetzt abgestürzt? Spiel starten. Cool, er hat die Sprache automatisch erkannt. Finde ich gut. Ich hatte mich mit der Aufsicht des Forschungsteams von Biologic Space Labs beauftragt. Das verschaffte mir ein unerwartetes Wiedersehen mit dem Planeten SR388. Wenn wir eine Höhle untersuchten, fiel mich eine Lebensform an, der ich noch nie zuvor begegnet war. Später begriff ich, was mich angegriffen hatte. Der parasitäre Organismus, den wir mittlerweile X nennen. Ich wusste nicht, in welchem Zustand ich bereits war. Als ich zur Station zurückkehren wollte, dann nahm das Unglück seinen Lauf. Die X-Infektion erreichte nur wenig später mein zentrales Nervensystem. Ich verlor mein Bewusstsein. Mein Schiff steuerte direkt auf ein Asteroidenfeld zu. Die Notfallsysteme des Schiffs schleuderten die Fluchtkapsel vor dem Aufprall heraus. Sie wurde vom Biologic Space Labs Schiff geborgen und zum Hauptquartier der Föderation gebracht. In der Zwischenzeit jedoch vermehrten sich die X rasant und beschädigten dadurch große Partien meines Anzugs. Doch die organischen Komponenten des Anzugs waren zu eng mit meinem System vernetzt, um ihn während meiner Bewusstlosigkeit entfernen zu können. Die meisten Teile meines Anzugs mussten chirurgisch entfernt werden, was mein Aussehen dramatisch veränderte. Das X hatte sich außerdem zu tief in mein Nervensystem eingenistet. Um ohne Risiko entfernt zu werden, man räumte mir nur geringe Überlebenschancen ein. Doch dann schien man ein Heilmittel gefunden zu haben. Jemand machte den Vorschlag, Metroid-Zellen zur Produktion eines Anti-X-Serums zu verwenden. Offenbar war es der Föderation gelungen, Zellkulturen des letzten Baby-Metroid von SR388 zu konservieren. Das Serum wurde noch am selben Tag entwickelt und injiziert. Mit Hilfe des Serums gelang es, sämtliche X-Parasiten sofort zu neutralisieren. Für mich war dieses Leben beendet. Obwohl ich überlebte, kehrte ich als jemand anderes ins Leben zurück. Wie, nicht mehr Samus?
Wenn ich so recht darüber nachdenke, wird mir klar. Ich verdanke dem Baby Metroid bereits zweimal mein Leben. Wir haben die BSL-Forschungsstation fast erreicht. Es wird höchste Zeit, die Andock-Sequenz vorzubereiten. Der Schiffscomputer hat mich informiert, dass wir uns im Anflug auf Biologic Space Labs, besser bekannt als BSL, befinden. Etwa zur gleichen Zeit, als man mich auf den OP-Tisch zusammenflickte, muss das Forschungsteam den letzten Schwung Musterexemplare von SR388 sowie infizierte Teile meines Anzugs dorthin geschickt haben. Nachdem ich wieder bei Bewusstsein war, teilte man mir mit, dass eine ungeklärte Explosion die Station erschüttert hat. Ich weiß nicht warum, aber tief in meinem Herzen hat diese Sache eine unbeschreibliche Angst ausgelöst, die ich kaum in Worte fassen kann. Und nun schickt man mich genau an diesen Ort, um den Vorfall zu untersuchen. Die Leitung der Mission auf der BSL-Station übernimmt der neue Schiffscomputer. Mir bleibt keine andere Wahl, als die Befehle einer unflexiblen, kleinen, karierten KI zu akzeptieren. Schließlich überließ man mir das Schiff nur unter diesen Bedingungen. Keine leichte Aufgabe für mich, wenn ich an meine Probleme mit Obrigkeiten denke. Es ist bereits das zweite Mal, dass ich mich fügen muss. Wenn ich mir alles durch den Kopf gehen lasse, muss ich an meinen anderen Captain denken. Ich erinnere mich noch genau. Wow, so viel Story am Anfang eines Metroid-Teils. Puh. Hey, ich krieg sogar eine Karte. In der Quarantänestation hat sich eine Explosion ereignet. Dort befanden sich die Kapsel mit jüngsten Proben von SR388, sowie einige Teile ihres Anzugs, der durch X-Parasiten infiziert wurde. Die Ursache der Explosion ist unklar und zu untersuchen. Die Quarantänestation befindet sich hier. Vorsicht ist geboten. Viele ihrer latenten Fähigkeiten fehlen ihnen noch. Denken Sie daran, Samus. Nutzen Sie unterwegs das Navigationsterminal, um eine Verbindung zu mir herzustellen. Sind die Anweisungen klar? Ja. Machen Sie sich nun auf den Weg zur Quarantänestation. Okay, eigentlich sind also alle meine Fähigkeiten weg, ne? Wie ich das gerade mal so feststelle. Sind wir mal ehrlich, wer baut denn bitte hier so ein Schiff? Warte mal, da kann ich nicht hoch, oh Mann. Hey, ich habe einen Wandsprung hinbekommen. Selten, dass ich sowas hinbekomme. Navigationsterminal. Die Position der Quarantänestation wird angezeigt. Sensoren melden Biosignale. Seien Sie vorsichtig. Also ich muss links lang. Macht Hochsinn oder macht Untersinn? Ich glaube, links lang macht Sinn. Kann ich aber nicht. Also macht auch Hochsinn. Ist runter oder nicht? Okay, ich muss runter. Quarantänestation. Okay, aber es sei doch erledigt. Da kann ich auch noch nicht lang, ne? Nein. Schlechte Nachrichten. Die Proben, die das Außenteam mitgebracht hat, sind von X-Parasiten befallen. Das X ist in der Lage, seine Opfer perfekt zu imitieren. Folglich kann ihm jeder einzelne Probe als Wirt gedient haben.
Ein Wachsensor hat vor der Explosion ein Exemplar erfasst. Der gallertartige X-Parasit befällt den Wirt und vermehrt sich. Rapide, dies hat den Tod des Wirt-Organismus zur Folge. Zudem absorbiert er die DNS des Wirts, um eine Kopie von ihm zu bilden. Beinahe wären sie selbst der X-Infektion zum Opfer gefallen. Nur das Metroid-Serum konnte sie vor dem Tod bewahren. Scheinbar waren die Metroids die Hauptfeinde des X, deshalb hat das Serum so schnell und gründlich gewirkt. Doch auch ihre Zellstruktur hat es nachhaltig verändert. Sie sind jetzt gegen X immun. Freischwebende X-Parasiten, die ihren Wirt verlassen haben, können sie nun durch physischen Kontakt absorbieren. Auf diese Weise optimieren sie ihre körperliche Verfassung und regenerieren ihre Waffenvorräte. Es ist denkbar, dass dieses Phänomen sogar latente Kräfte reaktiviert. Nutzen Sie deshalb jede aussichtsreiche Chance, freigesetzte X-Parasiten zu jagen und aufzunehmen. Diese Station beherbergt viele Spezies, zumeist gefährliche. Wir müssen die X von den Brutstätten fernhalten. Egal, was dazu erforderlich ist, das ist überlebensnotwendig. Ich verzeichne bereits eine massive Anhäufung von Biosignalen in diesem Trakt. Die X sammeln sich. Dies mag unsere Chance sein, sie auszulöschen, aber... Samus, Sie verfügen lediglich über 10% Ihrer Kampfkraft. Ihre Überlebenschancen tendieren gegen Null. Die Föderation braucht Sie, und zwar lebend und bereit. Zum Einsatz, Samus. Sind Sie Anweisungen klar? Ja. Gehen Sie nun. Ich habe alle Ebenen Nullschleusen entriegelt. Sie erkennen an den blinkenden Schotten. Okay, aber sonst sollte ja hier weiter nichts sein, ne? Hier oben noch irgendwas? Nee, ne? Also ich muss hier lang. Okay. Hallo? Das war doch vorher ein X-Parasit. Was soll denn das? Also hier kann ich dann speichern. Habt ihr einmal die Speicheranimation gesehen? Ja, es ist halt Metroid, ne? Eigentlich nicht so viel dazu sagen, ne? Ist halt Metroid. Und es macht halt Spaß, ne? Achso. Ich habe neue Informationen vom Hauptquartier erhalten. Sie halten Waffendaten zum Download für Sie bereit. Nach Übertragung dieser Daten verfügen Sie über Missiles. Sie sind sehr hilfreich bei Gegnern, denen Ihr Beam nichts anhaben kann. Gehen Sie zum Datenraum, um den Download durchzuführen. Der Datenraum befindet sich hier. Durch die Missiles steigen ihre Überlebenschancen. Meiner Berechnung zufolge auf 20%. Schön. Hast du ein paar kleine Missiles ausmachen können, ne? Dann gehen wir mal eine Etage höher. Irgendwie weckt der Computer Erinnerungen in mir. An diesen Captain der Föderation, dem ich unterstand. Adam Malkovich. Bei Einsätzen nannte er mich immer Lady. Bei dem anderen wäre das als Sarkasmus verstanden worden, doch Adam verlieh das Ausspruch Würde, dem Ausspruch Würde aus Respekt und mit einem wenig Ironie vielleicht, habe ich mich entschlossen, den Computer nach ihm zu benennen. Regeneration. Na komm. Ach nee, komm. Wir brauchen jetzt nicht speichern. Macht ja keinen Sinn. Das ist ja noch nicht das Let's Play. Das Let's Play würde dann nochmal ein bisschen anders aussehen. So, und da bekommen wir die Missiles. Halt R und drücke B. Ein elektrischer Störfall hat die Aufzüge des Hauptdecks zum Stillstand gebracht. Dies könnte in der Verbindung mit dem X stehen. Ich versuche es herauszufinden. Nun zu Ihnen. Finden Sie eine alternative Route zum Zielort. Er befindet sich hier. Ich erhalte umfangreiche Biosignale von dort. Hoffentlich sind Ihre Missiles voll funktionstüchtig. Ihre Missile-Depot lässt sich an einem der Regeneratoren
oder durch Kontakt mit einem speziellen X-Parasiten wieder auffüllen. Sie werden ihm mit Sicherheit begegnen. Ja, die Anweisungen sind klar. Momentan bleibt Ihnen nur der Einsatz von Missiles. Zögern Sie nicht, sie einzusetzen. Dringen Sie nun zum Zielort vor. Okay. Also hier schon mal nicht lang. Also irgendwie muss ich ja hier hoch, ne? Ah, wartet mal. Ich glaube, das leuchtet rot aus einem speziellen Grund, ne? Deswegen, weil es ein Geheimgang ist. Okay, kann ich normal durch? Danke. Ah, hier gibt es auch Leitern. Schön. Hier kann ich nicht lang. Ein Missile-Container. Kapazität auf 14 erhöht. Das ist schön. 15. Wir warten, bis er weg ist. Ist dunkel hier. Danke. Ah, guck mal an, da. Hier werden sogar geheime Sachen angezeigt. Und da kann ich sogar dann wieder speichern. Macht eigentlich keinen Sinn, aber wir speichern jetzt. Wie gesagt, wenn ihr das als Let's Play sehen wollt, was oder beziehungsweise wenn ihr wollt, dass das Projekt umso schneller kommt, dann Daumen nach oben, dann werde ich euch loben. Nein, dann geht es entsprechend weiter hier mit dem Projekt und dann so. Alles einsammeln. Alles einsammeln. Also wie gesagt, wir sehen uns dann wieder im nächsten Let's Show. Ich bedanke mich ganz herzlich, sage bis zum nächsten Mal. Hier ist ein Energietank und ich bin Eutro. Haut rein. Tschö, tschö.